Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu Pokémon Tekken Spielanalyse Part Nummer 5 zusammen mit dem Octopaul. Guten Tag. Guten Tag. So, wir haben uns am Montag mit Pikachu beschäftigt und mit Pikachu Libre, zwei Pokémon, die nicht die Mega-Entwicklung beherrschen. Heute allerdings beschäftigen wir uns mit zwei Pokémon, die Mega-Entwicklung beherrschen, also diesen Special Mode. Da kriegt der Pikachu so eine Aura um sich, aber heute kommen wir zu zwei Pokémon, die Mega-Entwicklung beherrschen. Und Aura ist das richtige Sprichwort, denn wir starten mit Lucario, beste Überleitung. Yay! Wir haben heute einmal das coolste Pokémon aus Tekken und einmal das schlechteste Pokémon. Gut, ich würde sagen, wir starten mit Lucario. Lucario ist in meinen Augen ein sehr, sehr cooles Mon. Es greift sehr, sehr physisch an, sowohl auch die Aura-Angriffe. Es hat so einen, ich weiß nicht, was ist der Knochen, mit dem es angreift? Knochenhatz oder? Gehe ich von aus. Ich glaube, es ist Knochenhatz, ne? Ja. Also es erschafft halt aus so einer Aura so einen Knochen und haut damit zu. Dann hat es, es erinnert von ein paar Moves sehr ziemlich stark an Smash, muss man sagen. Der B-Side, keine Ahnung, wie man die Dinger nennt, der B-Zu-Seite-Move. Es arbeitet halt einfach mit der Aura die ganze Zeit. Es ist halt Lucario. Richtig. Es ähnelt schon ein bisschen an dem von Smash, außer dass es halt nicht diesen Knochen in Smash hat. Ja, aber es ist halt auch verständlich. Ich meine, die Moves ergeben halt Sinn. Es ist halt einfach es ist halt das so, wie Lucario eigentlich aussehen sollte, wie man es auch, sag ich mal, vom Film her kennt. Da hat man ja auch, das sag ich mal, mehr in Aktion gesehen. In den Spielen kann man es halt nicht so krass beurteilen, weil da nicht überall irgendwelches blaues Aura-Zeug rumfliegt, sondern stimmt, nur auswählen. Aber da sieht man es halt. Und das war halt auch schon in Smash so. Und ja, Lucario arbeitet halt auch hier mit seiner Aura. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr gut gelungen bei Lucario. Und ja, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zum Burst Gorge Mode. Gorge. Und ja, wir sehen auf jeden Fall bei Lucario die Mega-Entwicklung. Uber, die beherrscht Lucario ja. Und der Special Move ist meiner Meinung nach sehr, 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 sehr cool. Da sehen wir so eine ultimative Aurasphäre irgendwie. Da sind so Laserstrahlen überall und noch mehr Laserstrahlen kombiniert mit noch mehr Laserstrahlen. Oder ganz kurz, benutzt halt wieder seine Aura und die ist jetzt, sag ich mal, auf dem maximalen Level und erzeugt so einen Aurasturm. Sieht aber echt cool aus. Und ja, arbeitet dann halt einfach, sag ich mal, gezielt darauf hin, dass der Gegner in dem Moment runterfliegt durch diesen Aurasturm, bis er dann seine voll aufgeladene Aurasphäre einsetzen kann, um massiven Damage zu drücken. Ja, also du kannst sagen, was du willst, aber der Special Move von Lucario sieht schon ziemlich cool aus. Oh. Aber ich sag's mal so, alle Special Moves sehen verdammt cool aus. Ja, das stimmt. Ich muss ja auch sagen, ich finde ja auch Elfun als Supporter ist nicht bad und es ist auch ziemlich cool dargestellt mit den Substitutes, aber Elfun ist halt trotzdem scheiße. Keine Ahnung, ich werde halt Lucario auf jeden Fall auch spielen, aber keine Ahnung, es spricht mich jetzt halt nicht so direkt an. Am Ende mit Lucario einfach, du bist so richtig gut mit Lucario, so Landesmeisterschaften gewinnst du einfach. Ja, weil ich es auch freiwillig nehmen werde. Keine Ahnung, es spricht mich jetzt nicht so extrem an, muss ich sagen. Und das ist auch mal abseits von den Sachen. Ob du es magst oder nicht. Ja, genau. Keine Ahnung. Es hat auch so einen Puls. Also es haut so seine Arme zusammen, so peng, meditiert so. Und dann kommt da so ein Aura-Puls, wo du halt drüber springen kannst. Finde ich auch sehr, sehr cool. Und halt natürlich die Aurasphäre. Erinnert ein bisschen an die Hadoken. Aber ja, gefällt was mir auf jeden Fall echt. Was ich cool finde, ist halt wirklich dieser Knochenhals. Das gefällt mir echt gut. Das stimmt, ja. Das ist ja auch nichts, was jetzt aus Smash oder so übernommen wurde. Genau. Also auch sowas, ja, was man halt auch, sag ich mal, bei Lucario ein bisschen, was ich vermisse, irgendwie das öfters zu sehen. Es kann den Move zwar auch in den Originalspielen, aber... Knochen hat. Ja. Ja, Erdbeben kannst du halt auch. Ja, ja, klar, aber man sieht es halt nicht, genau. Oder auch diese Animation. Ja, die Animation ist halt einfach echt cool und es passt halt, weil Lucario hat ja auch am Körper so ein paar Knochen, die da so rauskommen. Also ich denke mal, sollen so Knochen halt darstellen. Und da finde ich so einen Move echt passend und echt cool. Finde ich auch, gerade auch mit der Aura dargestellt, ist echt gut gelungen. Ja. Alles klar, gut, wir haben 5 Minuten schon über Lucario geredet. Machen wir weiter mit Logok, jetzt zu Pauls absolutem Favorite, glaube ich, momentan ja, also, aus Pokémon Tekken. Es ist halt einer meiner Lieblings-Pokémon, spricht mich auch einfach bisher am meisten an, oder mit am meisten. Es gibt auch andere Pokémon wie Gengar oder Tendulur. Tendulur finde ich auch super interessant. Alter, ja, Skelava ist so cool. Ja, und halt diese Sympathie zu diesem Pokémon. Und auch nicht nur das, es sieht halt echt unglaublich gut aus. Das stimmt, aber die Moves sind also wirklich schön gestaltet. Es greift halt logischerweise mit seiner Faust und so an. Und das kann sogar ein bisschen speziell angreifen. Also es kann ja so ein Fegekick, Feuerkick, Fegekick. Es arbeitet halt viel mit seinem Bein. Das stimmt. Was auch richtig cool ist, es kann auch Sturzflug einsetzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Das finde ich auch super nice.
Also, dann auch alles echt gut dargestellt mit diesen Flammen ja. bei den einzelnen Moves. Ich finde halt auf jeden Fall, das ist ein richtig, richtig guter Kämpfer für dieses Spiel. Lucario ist halt auch nicht schlecht, es ist halt klar gewesen, dass es reinkommt. Es war ja so, Logok und Lucario sind halt die allerersten Pokémon und aus Pocken, die angekündigt Zora worden sind. Die, man schon die wurden ja schon 2012, vor einem Jahr oder 13, zwei Jahren. Ich glaube schon vor X und Y hat man das schon gesehen. Ah nee, hat man ja. nicht, oder? Und doch, ich glaube schon. Und dann haben wir halt alle spekuliert. Man hat die Megas noch nicht gesehen. Das kann gut sein, dass man die sogar schon vor X und Y gesehen hat. Und alle haben halt so spekuliert, so, ja, ist es jetzt fake, ist es echt und so weiter. Ich werde euch vielleicht mal, wenn ich es finde, das alte Bild einblenden, was man halt damals gesehen hat. Ja. Das war halt wirklich das Bild, was man... Ich werde euch vielleicht sogar das Release-Datum irgendwo raussuchen. Ich werde mal schauen, was ich da finde. Und vor allem, ja. mir ist dieses Bild auch irgendwie in Vergessenheit geraten. Ich wusste, dass es da ist, fand das super cool und habe die ganze Zeit gewartet. Dann ist es in Vergessenheit geraten und dann, kam halt dieses Pocken. Ich habe mir gedacht, warte mal. Das kennt man doch irgendwo Und genauso ging es mir also auch. Also es ist echt krass, wie lange die schon an diesem Spiel gearbeitet haben. Und ja, das freut mich halt auch persönlich einfach zu sehen, dass Logok da mit Lucario der erste Charakter war. Die ersten Charaktere. Das sind so mit wie sagt man? Die Signature-Pokémon von dem Spiel. Ja. Wobei das nicht mal unbedingt, das sind ja mehr so Lucario und Pikachu. Das finde ich halt schade. Also ich hätte es echt cooler gefunden, wenn es Lucario und Logok gewesen wären. Logok und Lucario, ja, das stimmt. Das finde ich halt auch echt passend. Und dann Schatten Mewtwo so als drittes irgendwie so. Ja, das wäre auch noch so cool, so irgendwie im Hintergrund. Das hätte man auch machen können. Aber ist jetzt auch nicht so das, was jetzt so wichtig ist. Ja, Pikachu ist halt, ne, also kann man halt auch verstehen. Ich hätte es halt passender gefunden, aber das ist jetzt halt auch nicht wichtig. Ja, ja, klar. Wir schweifen hier vom Thema ab. Aber ich finde die Moves von Logok echt persönlich gut. Also wie gesagt, ich werde jetzt halt auch mainen oder versuchen es zu mainen. Aber das ist auch meistens, auch, oder bei mir der Grund ist halt immer noch die Sympathie. Ja. Kann auch natürlich sein, dass es nicht so gut ist, aber ich werde es einfach spielen und wahrscheinlich halt von Anfang an einfach spielen, um zu testen, wie ich das so finde. Ja. Gefällt mir auf jeden Fall, wie das aufgebaut ist vom Design her. Gut, kommen wir zum Burst Gorge Mode. Ich nenne ihn jetzt einfach so, dass wir ihn auch gesagt haben. ja, also Lucario, sag ich mal. Logok hat natürlich auch seine Mega-Entwicklung bekommen. Uber. Hatte im Moment nur Ubers. Schlimm, Uber. Mann. Wer benutzt den Scheiß? Ja, also auf jeden Fall haben wir Mega-Logok. Sieht auch sehr, 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 sehr gut aus. Genauso wie Mega-Lucario. Gefällt mir einfach richtig gut. Ich liebe einfach die Grafik von diesem Spiel. Ja, Mega-Logok sieht so unglaublich gut aus. Also, stimmt, es hat halt dieses... es leuchtet halt so ein bisschen, wenn ich mir das gerade nochmal so angucke. Einfach wegen diesen Flammen und halt noch dem Mega. Es gefällt mir einfach so gut. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen schneller geworden, logischerweise. Was dann halt auch noch, natürlich nochmal auf den Speedboost, also die Fähigkeit von Mega Logok anspielt. Das finde ich auch echt klasse. Und ja, der Burst Coach Mode ist wahrscheinlich mit einer meiner Lieblings Burst Coach Attacken. Weil, ich denke mal, das ist hier der, Feuerfeger, der Signature-Move von Logok, beziehungsweise der damalige Signature-Move. Ich glaube, in der dritten Gen konnte es halt wirklich nur Logok erlernen. Nicht auch Kikli? Ich glaube, das kam erst später. Ich bin mir auch unsicher. Schau das jetzt nach. Wie gesagt. Erzähl du in der Zeit weiter. Es setzt auf jeden Fall in meinen Augen da einen richtig krassen Feuerfeger ein. Ist Mega-Sicherheit natürlich. Und dann schmeißt es den Gegner in die Luft. Beziehungsweise, es greift ihn so an. Ja, Tatsache, hast recht. Hast recht. Kiglicon ist erst in der vierten Gen. Wenn ich es gerade nochmal genau anschaue, ich glaube, es schmeißt den Gegner halt so ein bisschen in die Luft, dass er sich nicht bewegen kann, oder? Also, er kickt ihn halt, dann folgen halt so ganz viele Kicks hintereinander, und dann kommt da so eine coole Animation, wie er so nach oben fliegt mit dem Gegner, und dann kommt dieser ultimative Kick in die Fresse, und tot. Er schleudert ihn so ein bisschen nach oben, springt dann nach oben, wo ihr dann halt so einen Feuerschweif hinter sich herlässt und wahrscheinlich auch noch so ein bisschen halt diesen Gegner einfach festhält und fixiert, damit dieser sich nicht bewegen kann. Er bewegt sich halt so ein bisschen, der Gegner, so dass er halt gerade einfach festgehalten ist, also so ein bisschen nach Motto Verwirrung. Und dann kommt dieser extrem krasse Feuerfeger. Vor allem wie cool Logo da einfach landet und dann so richtig so, dann so noch so eine Explosion so hinter ihm. Einfach so nach Motto, cool guys, don't look at explosions. So richtig wie bei so einem Auto, das so explodiert und der läuft da so ein Slow-Mo. Ja, genau. So stelle ich mir das vor. Nee, das ist auf jeden Fall echt cool. Ja, und auch die Angriffe in der Mega-Entwicklung sind dann natürlich dann nochmal verstärkt. Sie greift auch. Genau, ist ja bei jedem Pokémon so. Greift auch speziell an. Ich weiß nicht, ob das Moveset nochmal ein bisschen abgeändert ist.
Er hat auf jeden Fall so einen Feuerball eingesetzt. Ich weiß nicht, den habe ich jetzt bei dem normalen Logok gerade nirgendwo gesehen. Also das normale Logok kann halt mit so einem Kick einen Feuerball nach vorne schießen und irgendwie auch die Hände so aneinander hauen. Okay, und dann konnte auch so einen Feuerball nach vorne. Okay, dann, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das Moveset groß geändert ist, halt nur die Moves sind stärker. Ein bisschen verstärkt halt, genau. Gut, das sind auf jeden Fall Logok und Lucario, also auch zwei meiner absoluten Favoriten in diesem Spiel. Gefällt mir echt beide sehr, sehr gut. Ich weiß, ich bin immer noch unschlüssig, wen ich am Ende maine. Vielleicht fällt mir das nach der ganzen Analyse hier ein bisschen leichter. Mal sehen. Das ist auch echt halt praktisch einfach. Aber auf jeden Fall. Dann wird man sich dem Pokémon auch ein bisschen mehr bewusst. Und ich freue mich da auch echt drauf. Ich werde halt alles einfach austesten. Vielleicht, ich sage jetzt von Anfang an, klar, ich möchte Logok da mainen. Heißt aber nicht, dass ich das auch wirklich schaffe. Vielleicht komme ich halt auch gar nicht damit klar und komme dann viel besser mit einem Glurak oder so klar. Ja, kann natürlich auch sein. Und ja. Gut. Das war es dann erstmal vom Part. Im nächsten Part werden wir dann wieder zwei neue Kämpfer in Angriff nehmen. Zwei Kämpfer, auf die ich mich auch schon sehr, sehr freue. Und das sind so, um mal zu spoilern, also man kennt ja mittlerweile wirklich was jeden, aber im nächsten Part werden wir zwei Kämpfer dran nehmen, wo niemand, absolut niemand daran gedacht hätte, dass die jemals in so ein Spiel reinkommen würden. Aber dann kommen wir. Das sehen wir am Freitag. Und ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung und dann schaut auf jeden Fall bei Paul vorbei. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal vielleicht in einem anderen Video oder bei der Spielanalyse. Macht's gut und tschüss.